Hallo. Ich bin wieder mal ganz schön im Stress. Aber das ist auch nur für euch, weil ich gerade, Moment. Weil ich schon längstens aus dem Haus müsste, aber ich für euch noch das letzte YouTube-Video online stellen wollte, musste noch ganz kurz ein Thumbnail machen, das hochladen. Und ich müsste irgendwie in 20 Minuten beim Friseur sein. Ich habe noch nicht mal Kontaktlinsen drin, also ich sehe eigentlich noch gar nicht mal bis in die Kamera. So. Jetzt sehe ich was. Ich muss mich jetzt anziehen, weil ich muss nämlich heute zum Friseur. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen... Nee, ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass ich zum besten Friseur ever gehe. Nämlich zu The Place. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil ich muss mir die Spitzen schneiden lassen. Genau, ich als ehemalige Friseurin weiß natürlich, dass man sich schön die Spitzen schneiden muss, wenn man schöne lange Haare haben möchte. Ich habe halt immer Angst, dass man zu viel schneidet. Aber ich weiß, die Michelle ist die Beste und es kann niemand besser als sie. Von daher. Zudem werde ich auch meine Haare nicht mehr färben. Also das hier, man sieht es bis zum Dunkeln, also dieser Teil hier nach oben. Ist alles meine Naturhaarfarbe und ich möchte die auch wieder so kommen lassen und nicht mehr färben. Und ich bin mir jetzt am Überlegen, dieser Teil hier, dieses helle, mit so einer soften Tönung zu übertönen, dass halt alles dunkel ist. Für Make-up reicht's. Wie immer natürlich nicht. Aber kurz ein bisschen. Gesichtspflege muss sein. Mein Lieblingsserum, das mache ich immer so unter die Augen. Okay, jetzt muss ich rein raus. Und Tagescreme. Das Stress. Socken, Schuhe, Jacke und los geht's. Bis grad. Tschüss, Schatz. Vamos. Tschüss, Baby. Jeden Tag dasselbe bei mir. Ich muss in 5 Minuten dort sein. In 5 Minuten ist mein Termin, aber die Fahrt ist ungefähr 20 Minuten. Hallo. Hallo. Ui, kann ich euch gerade wegfahren? Super, ein bisschen im Ketz. Kein Stress. Dankeschön. Let's go. War ich schon lang Millionär, aber fuck ihm an, das Leben hat für mich andere Pläne. Es ist grösser als Licht und ich nehme es gern, wenigstens komm ich durch Musik ab und zu mal aus Luzern und so. There's no use in looking back. Gotta laugh or gotta live. Cause I'm so over the past. And I'm living it fast. Okay, wir haben jetzt gerade alles besprochen. Ey, meine Haare sind so lang geworden. Aber das Problem ist halt, ich hatte so viele Stufen hier. Und jetzt ist halt die Grundlänge, das sind so ein paar Haare, die eigentlich schon so super lang sind, aber die Stufen sind zu viel. Deswegen werden wir jetzt halt die Grundlänge ein bisschen schneiden, dass es sich in die Stufen einblendet, weil ich will in Zukunft keine Stufen mehr haben. Ich freue mich und ich hoffe, es wird nicht zu kurz. Aber Michelle ist die Beste. Die ist echt die Beste. Die weiß schon, was sie tut. So, let's go. Also ich habe jetzt hier auf meinen Spitzen eine
Tönung drauf, nicht auf dem Naturansatz. Da machen wir gar nichts. Wir wollen ja nur die leichten Spitzen ein bisschen meiner Naturhaarfarbe anpassen, dass es so weiterhin rauswachsen kann. Und da hat sie in die Farbe auch Olaplex reingemischt. Olaplex, das ist, ich finde, es ist die absolut beste Haarpflege, die es gibt. Und hier bei The Place haben sie alles Mögliche von Olaplex, was es gibt. Olaplex ist übrigens auch vegan. Und ich liebe es. Es macht die Haare echt toll. Es rekonstruiert die Haare. Es heilt sie echt. Also es ist echt, Olaplex ist der Hammer. Genau, jetzt lassen wir das hier noch ein paar Minuten einwecken. Dann wird die Farbe runtergespült. Dann kommt eine intensive Pflege auf meine Locken. Und dann geht's weiter mit Schneiden. Wir sind jetzt vom Waschen zurück. Die Farbe ist super. Ich kann es schon im nassen Zustand sehen. Da jetzt die blonden Spitzen weg sind und alles in meiner Naturhaarfarbe ist. So. Jetzt, normalerweise würde ich sie ja jetzt also schneiden lassen jetzt von Michelle und dann Luft trocknen lassen. Aber sie meinte, wir lassen heute, weil ich ja immer die Naturlocken trage, die mal nicht auf natürliche Weise trocknen und sie will irgendetwas machen. Also ich glaube, so was Beachwave-mäßiges. Ja, du, warum mal nicht? Normalerweise lasse ich es immer Luft trocknen. Und dann sind sie so, wie ihr meine Haare kennt, so wie ich sie liebe. Aber ja, wenn ich schon mal beim Friseur bin, machen wir jetzt heute mal wieder etwas anderes. Oh mein Gott, ich liebe es. Sie hat mir jetzt so ein paar Beach Waves gemacht. Das ist jetzt wirklich meine Natur-Haarfarbe. Wir haben hier oben gar nichts gemacht, nur im nassen Zustand hier unten eine Tönung drauf gemacht. Eine schonende Tönung mit Olaplex und hey, ich liebe die Länge auch von meinen Haaren. Sie hat geschnitten, die sind jetzt wieder gesund und ich bin echt gerade so glücklich. Also Michelle weiß echt, was sie tut. Sie weiß echt, was sie tut. Ja! Ich bin mega, mega, mega happy damit. Ah. Und sie hat es echt perfekt gemacht, dass ich an Michelle liebe, ist, dass sie versteht, was es heißt, Spitzen zu schneiden. Bei so vielen Friseuren sagt man Spitzen schneiden und dann sind alle Haare ab. Und ach, sie hat es echt perfekt gemacht. Und ich finde es auch cool, dass ich heute mal nicht die Löwenmähne habe, sondern mal ein bisschen Beach Waves. Und ja, nach einmal waschen sind die ja dann wieder curly as usual. Da freue ich mich auch drauf. Und ja, ey, jetzt alles Naturhaarfarbe. Und ich muss an dieser Stelle vielleicht noch sagen, es ist echt schwer, die Naturhaarfarbe zu treffen, weil ich habe gesagt, Michelle, du darfst diesen Teil aufwärts nicht berühren. Ich will meine Haare nicht färben. Ich will nur die blonden Spitzen so in einer Pflegekoloration baden sozusagen. Ist jetzt auch aufs nasse Haar aufgetragen, dass wir die wirklich nur einfach mit der Naturhaarfarbe auffüllen sozusagen. Ich bin mega happy. Jetzt gehe ich zurück von Steinhausen hier nach Luzern, nach Hause. Wieder zu Hause angekommen. Ich habe jetzt gerade aus dem Briefkasten noch ein Paket mit hochgenommen, als ich zu Hause ankam. Und zwar weiß ich schon, was das ist. Und zwar ist das die Mind Fuel Box. Also nicht Mindful, sondern Mind Fuel. Ja, ich packe das mal aus. Mir wurde von der erzählt, das sind vegane Bio-Mahlzeiten drin,
welche einem beim Abnehmen helfen. Jetzt, nein, ich will nicht abnehmen und ich will auch nicht irgendwelche Diäten mit wenig Kalorien unterstützen. Ihr wisst, das ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Aber ich habe gesagt, ja, schick mir mal so eine Box. Ich schaue es mir gerne mal an und gebe mein Feedback dazu. Also lass uns mal reinschauen, was in dieser bio-veganen Box drin ist. So, also so sieht das aus. Wow. Eine ganze Menge Beutel. Was haben wir hier? Chia-Pudding-Mix. Lecker. Protein and Greens Smoothie mit, ich glaube, das ist Kurkuma. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich sehe hier alles Organic, Plant-Based, Wheat and Soy-Free. Also alles Bio, Vegan und ohne Weizen und ohne Soja. Eine Suppe, Red Velvet Suppe mit Randen und Ingwer, indisches Curry. Das sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich jetzt echt sagen. Ein Porridge. Also ich habe es mir jetzt hier nochmal kurz rausgesucht. Diese Box gibt es bei My Fair Trade. Und ja, also ich bin halt eigentlich nicht so der Abnehm-Fan und nicht so Low-Calorie-Fan. Aber du, ich habe gesagt, schick's mir mal zu. Ich schaue es mir gerne an. Und ja, also hier sagt es 15 verschiedene vollwertige Mahlzeiten, also 20 Personen, Portionen. Nur 2,50 Euro pro Mahlzeit, Maximum 38 Kalorien am Tag. Okay, das finde ich jetzt sehr tief. Das finde ich jetzt eigentlich zu tief. Reich an Proteinen und Mikronährstoffen, das hingegen finde ich gut, Mikronährstoffe. Schnelle und unkomplizierte Zubereitung, das finde ich auch gut. Mit übersichtlicher Broschüre und Menüvorschlag. Also die Broschüre, das dürfte dann das hier sein. Ah, okay, cool. Okay, hier sind alle Produkte nochmal vorgestellt. Die verschiedenen Porridge, Pudding, Smoothies, Suppen, okay, ganz cool. Und jetzt hier noch so eine Idee, wie man das einteilen könnte. Morgens, mittags, abends, Montag, Dienstag, Mittwoch. Okay, ich finde das Konzept echt cool. Ich glaube, das ist so etwas für diejenigen, die halt wirklich sich nicht so zu helfen wissen mit, was gibt es vegan für einfache, schnelle Optionen. Also ihr wisst, ich bin ja eigentlich ein Mensch, ich ernähre mich am liebsten frisch und jetzt nicht so zu den Tüten raus. Aber ich meine, das sind ja alles bio, vegan, ohne Weizen, ohne Soja. Also qualitativ sehr hochwertig. Und auch kurze Zutatenlisten, was ich sehr liebe, weil ich mag da nicht so viele Geschmacksverstärker-Zeugsachen. Und das haben wir hier echt gar nichts drin. Also sieht für mich schon mal super aus. Einziges Kriterium von meiner Seite, ihr wisst, auf meinem Channel ist immer alles real und echt. Deswegen sage ich auch, wenn ich etwas nicht so gut finde. Und ich finde jetzt halt 813 Kalorien am Tag sehr wenig. Also ja, da kommt halt in mir wieder diese Jojo-Effekt-Angst hervor von Diäten. Ich persönlich bin kein Diät-Fan. Ich empfehle auch keine Diäten. Ich finde einfach, ernährt euch gesund und ausgewogen. Aber ich finde diese Box echt cool, wenn man es kombiniert. Also ich persönlich würde jetzt zum Beispiel ein richtiges Abendessen kochen, aber als Frühstück zum Beispiel so ein Porridge. Oder halt, wenn ich auf Arbeit unterwegs keine Zeit habe, dann nehme ich mir irgendwie so eine Suppe mit und esse dann irgendwie großzügiger Frühstück, irgendwie so. Also ich finde es echt eine coole Idee, wenn man Fan ist von schnellen Zubereitungen, wenn es mal schnell gehen muss und halt echt cool hier so die Ideen alles dazu, wie man das da kombinieren könnte. Ja, also coole Sache.